Die erste Ausgabe von Treffpunkt Gesundheit im September. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Orthopädie und Vorsorgeuntersuchungen, das sind zwei Begriffe, die man wahrscheinlich nicht sofort miteinander in Verbindung bringt. Häufig wird erst reagiert, wenn schon die ersten Symptome aufgetreten sind. Für unsere Vorsorgereihe haben wir mit einem Experten gesprochen. Dr. Jan Schneider ist selbst aktiver Sportler und natürlich Orthopäde. Grüß Gott, Herr Dr. Schneider. Schönen guten Tag. Sie sind Facharzt für Orthopädie hier im Medizinischen Versorgungszentrum. Ist denn Orthopädie ein typisches Vorsorgethema? Vielleicht nicht ein typisches Vorsorgethema, so wie der Patient sich das vorstellt, wie man zu einer Vorsorgeuntersuchung zum Urologen oder Gastroenterologen geht. Es hat natürlich auch mit Vorsorge zu tun, aber in der Orthopädie ist auch die Prophylaxe ein großes Thema, also indem man nicht abwartet, bis Verletzungen oder Überlastungsschäden entstehen, sondern indem man vielleicht auch als Sportler in der Entstehung oder an die Entstehung von Verletzungen frühzeitig vermeidet, indem man eine gute Prophylaxe betreibt. Wer kann mir dabei helfen, ja, dass ich für mich den richtigen Weg finde, um eben die Muskeln entsprechend richtig aufzubauen, dass da eben die Gelenke, dass der Gelenkapparat entsprechend geschont wird? Gut, es ist in letzter Zeit wird auch in den Vereinen, also nicht nur vom Profisport, auch in den niedrigeren Vereinen und Vereinsstrukturen viel mehr Wert auf eine gute Prophylaxe der Sportler gelegt. Also Themen wie koordinative Schulung der Gelenke und Bewegungsapparat, gerade in den Spiel- und Mannschaftssportarten, wurde früher nicht beachtet, ist heute auch ein Thema in einer guten Trainingsplanung auch dieser Mannschaftssportler. Und also auf Vereinsebene natürlich kann der Orthopäde Sie dabei unterstützen, der Sportmediziner und auch, denke ich, in guten Fitnessstudios, die gut betreut sind und jetzt nicht nur diese klassischen Geräte anbieten, sondern auch andere Sportausübungen, dass die Sie da unterstützen. Und man muss sie natürlich auch sportartspezifisch sehen. Gell? Das ist natürlich nicht für jeden Sportler das Gleiche, das ist schon unterschiedlich, ob Sie jetzt ein Ausdauersportler sind oder ein Mannschaftssportler, der Ballsportarten betreibt. Jetzt gibt es ja aber doch Fehlstellungen oder Haltungsfehler, wo man einfach reagieren sollte. Wie wichtig ist es da, ja früh zu erkennen, dass doch was getan werden sollte? Letztendlich bieten klassische Fehlstellungen im Bewegungsapparat immer ein gewisses Risiko, dass dort durch eine Fehlbelastung oder ungleichmäßige Belastung der Gelenke oder der Wirbelsäule Schäden entstehen. Und das abzuklären, überfordert sicherlich den Patienten oder den Sportler selber, dass er einschätzt, ist es jetzt was Schwieriges, was vielleicht später mal ein Problem darstellen könnte. Also da empfiehlt sich schon die Konsultation eines Fachmannes, eines Orthopäden, um zu sagen, ich habe die und die Fehlstellung oder ich könnte mir vorstellen, dass das ein Problem für mich bedeutet. Oder auch wenn man jetzt sagt, ich fange eine neue Sportart an und möchte da intensiver einsteigen, auch mit geregeltem Training, dass man vielleicht sagt, ich lasse das mal abklären. Ist da für mich eine Gefahr da? Muss ich da was Spezielles beachten? Kann man da frühzeitig gegensteuern? Das ist ja auch das Thema der Prophylaxe. Eine Fehlstellung, wenn man jetzt mal sagt, man hat ein klassisches Beispiel, eine Obereinstellung am Knie. Da kann man sicherlich sagen, das ist eine langfristig eher ungünstige Konstellation für ungleichmäßige Abnutzung am Gelenk, aber man kann eventuell frühzeitig mit geeigneten Maßnahmen auch dort an der Entstehung von solchen Überlastungen arbeiten. Ist das dann eher ein Thema bei Kindern oder bei Erwachsenen und ja, worauf kann ich da achten, um sowas selber früh wahrzunehmen? Ist natürlich auch ein Thema bei Kindern. Ich meine, Kinder haben im Laufe des Wachstums immer Veränderungen in der Beinachse und Körpergeometrie, die vielleicht manchem auch eigenartig vorkommen, aber die ganz normal sind. Im Zweifel muss man das natürlich von einem Fachmann abklären lassen. Ja, da kann man zum Kinderarzt gehen und mal der sicherlich eine gute Erfahrung hat, auch mit gewissen orthopädischen Themen. Und wenn der Kinderarzt sagt, ja, das ist wirklich auffällig, das ist eine ausgeprägte Fußfehlstellung oder die Beinachse stimmt nicht, dann muss man einen Orthopäden, am besten einen speziellen Kinderorthopäden, befragen. Und im Erwachsenenalter gilt es natürlich genauso. Da bestehen diese Dinge ja schon meistens länger. Zu uns kommen die Patienten in dem Fall dann meistens, wenn gewisse Probleme schon entstanden sind, schon präsent sind. Aber gerade, wie gesagt, wenn man auch mal sagt, ich habe da was, was ich mal abklären möchte, vielleicht auch als Sportler, macht es schon Sinn, das auch mal frühzeitig zu tun. Was würden Sie sich wünschen, dass ja jeder im Alltag berücksichtigt, um da einfach ein bisschen selber Vorsorge zu betreiben?
Wünschenswert ist natürlich, dass man sich in einem gesunden Maße körperlich betätigt. Ja, das ist natürlich nicht nur aus internistischer Sicht für diese Kreislaufthematik wichtig, sondern es ist auch aus orthopädischer Sicht, weil der Bewegungsapparat ist ja gemacht, um sich zu bewegen, die Wirbelsäule, um die Last zu tragen. Aber letztendlich ist man halt heute als Büromensch und da so ein bisschen sehr einseitig belastet. Und wenn man einen gut gemeinten Ratschlag mitgeben kann, der allgemein gilt, kann man sagen, die Bewegung an sich ist sicherlich gut, das Walken, das Spazierengehen, das Fahrradfahren, das Schwimmen, alles Sportarten, wo man sicherlich wenig Gefahr für irgendwelche ungünstigen Belastungen oder Überlastungen entwickelt und was auch fast jedermann durchführen kann. Und letztendlich, wenn man sich an der eigenen Nase packt, ist es halt häufig auch ein bisschen die Bequemlichkeit, warum man das nicht tut. Vielen herzlichen Dank für die Informationen und den Tipp. Gerne, vielen Dank. Und jetzt ist wieder Zeit für unseren Mondkalender. Da geht's heute in den Keller. Was Sie da tun sollen, erklärt unsere Mondexpertin. Grüß Gott. Heute haben wir ein bisschen was im Keller, so weiter an Keller Hand. Wir müssen den jetzt auch einmal reinigen, weil wir wollen Obst, Äpfel, Bier einlagern. Und den sollte man ja vorher auch schon sauber machen. Das machen wir beim Abnehmen in den Mund. Am besten an einem Luftzeichen. Gerade wenn ein Luftzeichen ist, trocknet es einfach schneller raus. Und man kann auch, wenn man die Äpfel und die Biere einlagern will, auf die Regale einen Farn drauflegen, dann fangen sie auch zum Faulen. Bei den Äpfeln und bei den Bieren muss man auch aufpassen, wenn man die vom Baum ranholt, dass man die abdreht. Also man legt quasi einen Finger auf den Stiel drauf, hebt ihn und dreht ihn ab. Wichtig ist, dass der Stiel drinnen bleibt im Obst, damit sie da anfängt zum Faulen. Und wenn man das Obst rantut, wenn man kurz nach dem Vollmond das rantut, hat es auch noch zwar schon was am Baum abgegeben von der Kraft her, aber es ist alles noch gut zum Einlagern. Äpfel und Bierer kann man auch gut im eigenen Lob draufstellen, dann fault es einfach etwas. Ich würde sagen, probiert es einmal aus, vielleicht kommt man da auch ganz gut durch. Und ich freue mich, wenn das nächste Mal mehr dabei seid. Bis dann, viert's üb. So, und jetzt ist Konzentration und Ausdauer gefragt. Es wird asiatisch und da ist die Liste an Kampfsportarten ja lang. Eine Sportart ist dabei eher unbekannt, das japanische Aikido. Dabei handelt es sich um eine noch recht junge Kampfkunst. Anfang des 20. Jahrhunderts ist sie hervorgegangen aus verschiedenen anderen Disziplinen und dient hier bei uns weniger der Verteidigung als vielmehr der Konzentration und der körperlichen Fitness. Es ist eine Melange aus verschiedenen Kampfkünsten zu einer sanften Sportart eben entwickelt hat, zu einer sanften Kampfkunst. Für den unbedarften Betrachter sieht es eher wie ein Tanz aus, wenn man das so das erste Mal sieht. Und so sollte es auch sein. Aikido, eine Kampfkunst der Selbstverteidigung. Die Harmonie steht hier im Vordergrund. Harmonie mit dem eigenen Körper, aber auch mit dem Angreifer. Im Gegensatz zu anderen Kampfsportarten lernen die Aikidoka, die Schüler, keine Angriffstechniken. Der Gegner wird nicht durch Widerstand oder Gegenwehr bezwungen.
Im Endeffekt macht der Verteidiger was Unerwartetes. Er setzt nicht der Gegenwehr oder läuft nicht davon oder stellt sich tot, sondern er macht was anderes. Und das ist eigentlich das Aikido. Er nimmt die Angriffsenergie auf, lenkt sie um oder im anderen Fall sogar nimmt sie vorweg. Also er kauft ihm die Schneide ab. Also es gibt zwei Prinzipien eben im Aikido, und das wäre Irimi und Tenkan. Die Techniken des Aikido machen sich physikalische Prinzipien zunutze. Ausweichen, die Bewegungsenergie des Angreifers nutzen und mit einem Hebel den Angreifer zu Boden zwingen. So sollen von vornherein Aggressionen verhindert werden, der Angreifer wird beruhigt. Je dunkler die Gürtelfarbe ist, desto mehr Techniken beherrschen die Aikidoka. Bis zum schwarzen Gürtel ist man ein Kyo, ein Anfänger, dann ein Dan, ein Fortgeschrittener. Dabei sind die Rollen klar verteilt. Der Verteidiger bleibt defensiv und startet keinen Gegenangriff. Er trainiert seine Abwehrtechnik, während sich der Angreifer im Abrollen übt. Zu dieser Philosophie gehört, dass es im Aikido keine Wettkämpfe gibt. Ein Sport ohne Leistungsdruck. Das spiegeln auch die drei Silben des Namens wider. Ai steht für Liebe und Harmonie, Ki bedeutet geistige Kraft und Do ist der Weg oder die Entwicklung. Neben einem gestärkten Selbstbewusstsein hat Aikido einen weiteren positiven Nebeneffekt. Die friedfertige Kampfkunst ist gut für die Gesundheit. So hat Aikido vom Deutschen Olympischen Sportbund das Qualitätssiegel Sport pro Gesundheit erhalten. Man sieht es ja, man hat diese flüssigen Bewegungen da drin. Man rollt sehr viel. Die Rollen mobilisieren den Rücken, was ja gerade bei Erwachsenen, die viel sitzen, oft schon sehr viel bringt. Auch das, dass man sich ja mal die Blutsäule mal durchwälzt. Der Wirbelsäule tut vor allem das ständige Abrollen gut. Dabei wird die Rücken- und Bauchmuskulatur gedehnt. Gleichgewicht und Konzentration werden geschult, Kondition und Koordination verbessert. Aikido ist ein Breitensport. Von etwa 8 bis 80 Jahre kann jeder mitmachen, egal ob Mann oder Frau. Auf Körperkraft kommt es hier nicht an. Und neben allem Trainieren und Verbessern zählt doch vor allem eins: Spaß. So viel von Treffpunkt Gesundheit für diese Woche. Nächstes Mal geht's in Sachen Vorsorge auf den Zahnarztstuhl und wir machen ein Pilates-Training mit. Also bis dahin, auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund.